Cheva. Mit diesem schottisch-keltischen Trinkspruch stoßen die Schotten mit einem Single Malt an. Auf gut Deutsch bedeutet das zum Wohle. Zum ersten Mal gab es im Linzer Arc-Hotel eine Single Malt-Verkostung mit allem, was das Whisky-Herz begehrt. Das Thema Whisky beschäftigt mich jetzt schon einige Zeit eigentlich. Irgendwann muss man sowas machen. Es gibt sowas in Wien, in München, in Stuttgart. Und warum Linz nicht? Ja? Wie viel würdest du empfehlen? Wie viel kann man unterscheiden? Naja, es ist schwer. Es kommt darauf an, wie gut man verkostet. Aber so als Laie, sag ich jetzt einmal, ja, so um die 15, 20, ich glaube, das Tagesmaximum. Ja. Ich will keine Schokolade. Die ideale Begleitung zum Whisky, Schokolade. Und für den Single Malt Spring wurde sogar eine eigene Sorte kreiert. Für den heutigen Event hier haben wir natürlich eine spezielle Schokolade kreiert mit dem Veranstalter. Das ist jetzt eine ganz wirklich dunkle Schokolade mit 85% Kakaoanteil. Ist eine Volltafelschokolade. Kann man natürlich auch kombinieren mit dem Whisky in der Fülle, aber jetzt heute hier speziell eine Volltafel zum Whisky dazu zum Trinken. Ob Sie es glauben oder nicht, Michael Jackson war tatsächlich einer der größten Whisky-Kenner aller Zeiten. Michael Jackson war, wie viele denken, nicht einer mit weißen Socken und schwarzen Hosen. Ja, war er zwar auch, aber dieser Michael Jackson war einer, der also eigentlich alles über Whisky weiß. Ja. Er hat angefangen, über Bier zu schreiben, er hat alle Pubs der Welt besucht in England, in Schottland, hat alles über Bier gewusst und hat sich dann auch angefangen, mit der Materie Whisky eben auseinanderzusetzen. Er hat natürlich auch so eine Schnapsnase, ist klar, ja, wenn man ihn mal gesehen hat, die grauen Haare überall, ungepflegt, ja, aber jeder kannte ihn. Und nun alles, was man als richtiger Whisky-Fan wissen sollte. Los geht's, show me the way to the next Whisky Bar. Am besten aus Whiskygläsern. Das geht gar nicht. Aus Champagnerflöten. Das Problem mit Eiswürfeln ist, dass es eben die Geschmacksnerven ein bisschen betäubt. Ja? Und man kauft sich ja für 50, 60, 100, 200 Euro eine Flasche Single Malt Whisky für den Geschmack und für die Komplexität und für die Tiefe. Und da will man das nicht unbedingt mit Eis ruinieren. Man nimmt das Glas, schaut, schwenkt es leicht an, duftet rein, ja, und dann natürlich der Schluck sehr, sehr gut. Beim Verkosten macht man das immer. Also, oder immer, eigentlich ist das Standard. Die erste Nase ohne Wasser, erster Geschmack ohne Wasser und dann ein bisschen Wasser zufügen. Wiederum, Geschmacksnoten entfalten sich, Aromen entfalten sich. Und mit diesen Ausdrücken liegen Sie garantiert richtig. Egal, ob Sie Whisky-Kenner oder nur Gelegenheitstrinker sind. Sehr gute Fachausdrücke, die man immer wieder sagen kann und wo man auch gut mit ankommt, ist: die Farbe ist Bernstein. Also Bernsteinfarbe ist immer also ganz professionell. Und ein gutes Wort, um den Geschmack und den Geruch zu beschreiben, ist komplex. Ja, er ist komplex. Must have whiskey.